Phil Laude. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. So viele schöne Läden. Wo wir reingehen? Bist du deppert, wenn ich nicht kaufe? Ich glaube, ich kaufe die ganze Straße. Ach, den Laden kenne ich noch. Hier haben wir uns als Jugendliche mal was zum Vorglühen gekauft. Ah, das ist meine Lieblingsfarbe. Welche denn? Iced out. Also hier ist ja fast so viel los wie bei unserer letzten Sammelentlassung. Also ich sage ja immer, hast du keinen Shampoos in der Tasche, ist dein Vater eine Flasche. Billige Burger, reicher Bürger. Ist lustig, oder? Ja, Mann, lass mal ein paar Nuggets holen. Du hast nicht gelacht. Ja. Okay. So. Ich habe einen Witz gemacht, du hast nicht gelacht. Sehr gut, schneid das so zusammen, bitte. Ja. Ja, sollen wir uns ein paar Nuggets holen? Also ein Nugget habe ich eigentlich schon. Den habe ich immer für diesen Witz dabei. Wunderschön, der Dom. Der erinnert mich ja immer an mein erstes kleines Eigenheim. Hier riecht es nach geringem Gehalt, oder? Kann das sein? Viele Menschen. Zu viele. Schusch! Oh, Secondhand. Davon habe ich gehört. Das ist Einkaufen für Arme, oder? Ja, wer Secondhand kauft, kauft sich bestimmt auch einen Gebrauchtwagen. Swissmade-Automatikuhr für 8.400 Euro, das ist ja hinterhergeschmissen. Komm, da geh mal rein, ich fühle mich wie ein Schnäppchenjäger. Achtung, Achtung, Schwertransport, millionenschwer. Also wenn ich die Menschen hier so sehe, denke ich mir schon, dass es gut ist, dass es einen Mindestlohn gibt. Weil es gerecht ist? Nein, weil sie damit Sachen in Vatis Läden kaufen können. Aus zweiter Hand. Nein, danke. Also eine zweite Hand darf bei mir höchstens Shampoos nachschenken. Lieber hacke dicht als Unterschicht. Es ist eine ungewohnte Perspektive für mich, weil normal schaue ich immer auf alle herab. Vielleicht gehst du mit der Kamera einfach ein bisschen runter, damit ich zumindest auf die Zuschauer herabschauen kann. Hallo Arbeiterklasse. Ist nicht böse gemeint. Euer Gehalt akkumuliert ist meins. Da mache ich mich unbeliebt, oder, wenn ich sowas sage? Ja, schon. Vielleicht. Stört mich nicht. Also ich persönlich finde ja, es kommt überhaupt nicht darauf an, was du auf der Bank drückst, sondern was du abheben kannst. Unendlich. Wusstest du, dass der Dom nur das zweithöchste in Köln ist aktuell? Was ist denn höher? Meine Rendite! Money! Woo! Ich bin reich. Secondhand. Bei mir höchstens Treuhand. Also ich weiß auch nicht, was unsere Mitarbeiter immer haben. Es ist doch total schön, hin und wieder in Ketten gelegt zu werden. Wie viel hast du dem jetzt gegeben? 10 Euro. Oh, das ist aber nett. Ja, sie haben mir auch versprochen, den ganzen Tag nicht mehr zu spielen. Ich bin ein bisschen mitgenommen. Ich habe gerade einen kleinen Jungen gesehen, der hatte nicht mal was Richtiges zum Anziehen. Komplett zerrissene Hosen. Ja, aber was trägt man doch heute so? Du, sein Hemd sah aus, als hätte er das aus dem Müll gefischt. Vielleicht war es ja Secondhand. Widerlich. Ich habe an sein Handgelenk gesehen, da war eine Uhr von Omega. Dieser kleine Junge lebt am Existenzminimum. Du hast überhaupt kein Mitleid. Ja, dann schenk ihm doch deine Rolex. Du bist lustig. Ich gehe lieber shoppen und lenke mich ein bisschen ab. Oh, ha, schusch, nicht zu nahe kommen. Wir Großverdiener hatten ja schon vor der Pandemie die Regel, eine Armlänge Abstand. Ja, aber das ist doch mehr als eine Armlänge. Nein, du verstehst das falsch. Also du legst einen Armen auf den Boden und so viel Abstand musst du halten. Ja. Was hast du denn gedacht? Ja, einen Arm. Ja, jetzt hast du dich als Geringverdiener entlarvt, Sandro. Von Hochzeitenfilmen wird man nicht reich. Der Vati hat mir mal einen Witz erzählt. Was ist der Unterschied zwischen einem Einarmigen und einem Secondhand-Shopper? Der Einarmige hat einen Arm ab, der Secondhand-Shopper ist arm dran. Wow. Also ich finde den gut. An Weihnachten machen wir bei uns in der Familie auch immer Schrottwichteln. Oh, das ist super. Da kann ich mein iPhone 14 Pro Max 1 Terabyte endlich loswerden. Ich hole mir direkt das Neueste. Aber das ist doch das Neueste. Ja, aber ich wollte eh in einer anderen Farbe. Das passt schon. Als kleiner Bub habe ich das nicht verstanden, warum man sagt, Zeit ist Geld. Und dann hat es der Vati mir erklärt. Er hat gesagt, jedes Mal, wenn der Zeiger sich so ein Stückerl bewegt, verdient unsere Familie 10.000 Euro steuerfrei. Zeit ist Geld. Zumindest bei uns. Vati, gut, dass ich dich erwische. Du, ich hatte gerade eine kleine Idee, was du mir zu Weihnachten schenken könntest. Einen Mont Blanc?
Nein, nicht den Stift, den habe ich doch schon. Den Berg. Er hat mich eine Enttäuschung genannt. Das sage ich der Mama. Der leiblichen und der Stiefmama. Und der Sekretärin, also der Stiefmama. Ah, das ist hier die Lessingstraße, die gehört meinem Vati noch nicht. Wir haben aber bereits die Goethe und die Schiller, das heißt, sobald der Deal durch ist, kann man hier Hotels bauen. Ah nee, auf der Goethe ist noch Hypothek. Spaß! So, meine Einkäufe sind alle in die Wege geleitet. Die holt dann bald der Lennart ab. Und wenn ihr da draußen noch Shopping-Tipps braucht und super reich seid, könnt ihr hier meine Essentials angucken. Der Rest schaut lieber bei Zweifelsfrei vorbei. Servus!